Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Flexers. Wir haben April, heißt es ist Aussaatzeitpunkt für Mais. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Die beiden Sämaschinen stehen schon startklar bereit. Ja, wir machen erstmal mit der großen Sämaschine und das große Feld und dann nachher mit der kleinen Sämaschine auf das kleine Feld. Ich würde nämlich beide synchron laufen lassen, damit die Felder relativ schnell bepflanzt werden. So, wir gehen hier in Schussposition und dann geht's los. Gucken wir auf den Kontostand. Das lohnt sich richtig. Wir haben nämlich beim letzten Mal die große BGA gebaut. Und wenn der hier fährt, können wir mal gucken. Nee, in der Zeit, wo er sich hier auseinanderfaltet, können wir schon mal gucken. Denn finanziell ist das cool, weil, guck mal hier, Einnahmen BGA 73.000, 56.000. Ja, das ist nämlich der Grund, warum ich das haben wollte. Wir haben jetzt immer ein übelst geiles Nebeneinkommen. Jawohl. So, Silage. Häckselgut ist alle. Silage wird das richtig verfeuert. Und zwar geht es hier übelst ab im Fermenter. Das Ding ist immer voll. Silage ist auf jeden Fall immer da. Gülle haben wir auch noch. Ne, Methan ist da. Wir haben sogar Methanüberschuss. Bedeutet, das Bioheizkraftwerk läuft auf 100%. Ne, die Gasfackel ist schon am Gas abfackeln. Würde theoretisch bedeuten, wir könnten noch ein kleines Kraftwerk daneben stellen, noch so einen zweiten Stromer. Weiß ich nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Der Fermenter läuft mit halber Kraft, weil hier fehlt halt noch Mist und Zuckerrübenschnitzel. Dann würde der richtig durchdrehen. Gerste müssten eigentlich in diesem Lager landen. Lass mal gucken. Eigentlich hier drinne. 114.000 Liter Gerste. Warte mal, wie viel passt denn hier rein? Was haben wir denn hier für Idee gebaut? Ich habe gerade schon wieder Angst, dass das platztechnisch doch ja nicht so schlau war, so kleine Ding zu nehmen. Wir hätten doch ein großes nehmen sollen. Wobei, wir können ja erweitern. Guck mal, Silo-Erweiterung haben wir hier. Pumpenhaus, nischt. Ist nicht schlimm. Da. Welchen haben wir denn genommen? Haben wir den genommen? Ne, wir haben den genommen, ne? Nee, wir haben den genommen. 1,6 Millionen. Okay, dann haben wir keinen Stress. Na, guck mal hier. Das ist nämlich der Vorteil, dadurch, dass die Badewanne oben nämlich offen ist, können wir immer gucken, wie viel Kacke da schon drin schwimmt. In dem Falle Gärreste, ne? Die ganze Schlacke und die Suppe und der Sud, was nicht verwurstet wurde. Das landet hier in diesem wunderbaren Basson und das können wir dann irgendwann mal aufs Feld bringen. Okay. Und hier liegt separierte Gülle. Ja. Yeah. Trockenschlacke. Waren nämlich Ewigkeiten für mich ein Mysterium. Mysterium, was ist damit? Was macht man damit? Wie geht das? Dies, das, Ananas. Aber haben wir herausbekommen. So, wir machen hier Mais. Und den werden wir dröschen. Feinst verdröschen werden wir das. So, ab und los. Sehr cool. Die wird auch eine Weile dauern. Also der Acker hier, der wird ganz, ganz viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin wirklich fast bereit, hinzugehen und zu sagen, beide Sämaschinen bitte auf das Feld und los. Wir nehmen den Steiger. Und helfen hier einfach mal mit, oder? Wollen wir machen? Lass mal machen. Dann können die sich hier gemeinschaftlich dieses Feld zuwenden und wir können in der Zeit andere Sachen machen, weil wir haben Geld. Ja, Geld ist ja nicht schlimm. Und ich habe da ein bisschen was vor. So ein paar Umstrukturierungen im Fuhrpark wären für mich sehr interessant. Ja, ich habe nämlich, wie gesagt, am Wochenende ein bisschen rumprobiert und experimentiert und habe da so wieder ein paar Mods gefunden und ein paar Sachen, wo ich mir so dachte, ach, naja, eigentlich voll geil. So. Ja, jetzt ist natürlich wieder der Zeitpunkt gekommen, wo ich das auch gerne umsetzen wollen würde. Wir schmeißen gerade richtig Kohle aus dem Fenster, in der Hoffnung, dass sich das aber lohnt. Und wir müssen auch ganz dringend das Häckselgut, was wir noch am Silo am Kuhstall haben, rüberfahren, dass der Fermenter weitermachen kann, dass die BGA immer Futter kriegt. Weil jetzt ist richtig wichtig, dass wir mit der BGA wirklich Geld verdienen. Die war nämlich unfassbar teuer und die Kohle muss wieder rein. Ja, ist gerade A und O richtig wichtig. Aber erstmal Mais in der Erde.
So, wie weit ist er hier? Bei der Hälfte. Ja. Sag ja, wenn die Biere zusammenarbeiten, dann läuft es schon einigermaßen. Hafer ist am Wachsen, Baumwolle auch. Hey, warte mal, Hafer ist schneller fertig wie Baumwolle? Ist das richtig? Hafer ist. Boah, warte, wie schnell wächst ein Hafer? Der ist ja schon in 2 Monaten erntereif. Die Baumwolle, die braucht noch ein paar Monde. Sag mal. Das ist ja krass. Okay, Hafer ist ja cool. Dann wäre der Acker frei und dann können wir da von mir aus nochmal Gerste oder Weizenrind kloppen. Die gefällt mir. So, zieht er sauber bis hinten durch? Ja, dann lassen wir ihm hier mal ein Feuerwende zaubern, oder? Hätte ich gesagt. Und er hier denn genauso? Dann kann der da hochfahren und dann da auch zurückfahren und dann hier weiter. Und man sollte dann relativ zügig vonstatten gehen. Ja. Und ich würde dann sehr gerne beim Kuhstall nochmal gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Wie gesagt, den Fermenter mit dem Häckselgut füttern, dass wir das in Silo da abreißen können. Jetzt haben wir das Verkehrsschild erstmal niedergelegt. Bei den Fischen würde ich gerne mal gucken, wie es da aussieht mit Mineralfutter und Mais, ob da alles läuft. Können wir eigentlich jetzt mal schnell machen, weil der Helfer, der hilft gerade. Das ist sehr, sehr praktisch manchmal. Fische. Ja, guck mal, 160.000 Mais ist noch da, Mineralfutter auch. Generell Fische haben wir viel. Wenn hier 4.500 sind, dann steht da schon wieder alles voll mit Paletten, oder? Oh oh. Brauchen wir vielleicht einen Autoload, Anhänger, LKW, ihr Döns, um das da vernünftig zu verladen? Weil ich glaube, mit einem Gabelstapler kommen wir da nicht weit, ne? Was ist denn, wenn wir auf Verteilen drücken? Landet es denn bei uns beim Verkauf? Das wäre interessant. Weil ich glaube nicht, oder? Ich meine, wäre cool auf jeden Fall, weil der taucht hier leider nicht auf, der Verkauf. Aber wir könnten füllstandstechnisch mal Kontrolle machen. Weil ist eigentlich bloß ein Trigger. Hat er selbst kein eigenes Füllvolumen? Ich glaube, auf direkt verteilen hat keinen Sinn, ne? Bei Fische? Wie sich nicht direkt verkaufen, wäre dabei sinnvoller. Ey, komm, zieh durch, Junge. Was ist los? Das Thema hatten wir letztes Mal schon. Was ist hier, unser Feld? Nee, ihr hört leider Samuel. Schade. Was wächst denn hier? Sonnenblumen, das wäre aber praktisch. So. Die einzige Geschichte bei der BGA ist ein bisschen schade. Damals konntest du in der BGA Heu, Stroh, Gras, alles vernichten. Alles, was an Ballen über war, was du nicht haben wolltest oder sowas, das konntest du da einfach reinfeuern und dann wurde das verwurstet und dann war die Sache Geschichte. Hier nicht. Da brauchst du mit Stroh nicht kommen bei dem Ding. Vor allem, guck mal, du siehst hier die grüne Kuppel da hinten. Geil. So, was macht denn der Steiger hier oben? Der darf umdrehen. Er ist fertig. 3 Streifen sollten reichen, ne? Dann kann er sich nämlich die Seite hier widmen und der andere da unten die andere Seite. Und dann können die zueinander zuarbeiten. Sollte eigentlich locker passen. Denke ich, hoffe ich, ne? Dann müssen wir hier noch walzen und striegeln. Und dann sind die Felder soweit durch. Eigentlich ein bisschen cool. So, lass knacken. Er ist hier unten. Ach, welch Timing. Guck. So, halt. Macht das da fertig. Ordentlich. Hä? Ach, der Busch war jetzt okay. Die Kollision und so. Ne? Der Angsthelfer. Ja. So, dann fahren wir selber, dann passt das. Das ist eigentlich ganz cool gemacht hier. Da hast du die Räder auch immer gleich als Fixpunkt, wo es denn weitergeht. Und Action. So, ab hier müsste die Aussaat locker bis zum Ende durchlaufen. Beide Aircards von den Sämaschinen sind so vom Volumen, dass das eigentlich nicht leer laufen dürfte. Ne? Die müssen jetzt hier ohne Probleme den Acker erstmal so weit durchziehen. Ja, wir haben vorgespult. Ich will mal gucken. Gibt es im Shop was im Angebot? Nicht, was ich will. Schade eigentlich. Okay, warte mal. Die Mähdrescher, die haben einen Wert von. Die werden immer schlechter. Wert 62,49.
die müssen wir zum Händler schaffen. Irgendwie. Was machen wir denn da? Oder wollen wir noch ein bisschen warten? Weil wenn wir dann mit Follow Me damit zum Helfer wandern, das dauert wieder ewig. Genau. Lass mal hier bei der Fische gucken. Ach du Schande. Oh, hier müssen wir mit Autoload ran, Leute. Das hilft ja alles nicht. Ein Gabelstapler, da machst du dich ja dumm und dämlich damit. Oder? Ich meine, Gabelstapler ist eine feine Sache, aber. Wir können ja den Gabelstapler trotzdem nehmen. Dann stellen wir hier ein Autoload hin und dann können wir mit dem Gabelstapler mal ranschieben. Dann brauchen wir da nicht. Oder? Weißt du, wie ich meine? Macht doch bald viel mehr Sinn. Haben wir sowas? Ich glaube, sowas habe ich gar nicht, oder? Autoload-LKW? Das wäre natürlich mega cool. Also wenn ich ihn habe mit Platte, dann nicht mit Autoload. Oder doch? Warte mal, er hier. Der kann doch sowas. Oh, kann der Fischpaletten? Ich glaube, bei dem war mit Autoload ganz schwierig. Bin mir da gerade nicht so sicher. Das macht die Sache schon nicht einfacher, dass da nicht steht, was da los ist. Tja, weiß ich nicht. Dann würde ich den vielleicht doch wieder abgeben, oder? Macht das mehr Sinn? Ich glaube ja. Wollen wir mal probieren mit dem Canvas? Bin ich sehr hin und her gerissen gerade. Weil ich finde den optisch eigentlich cool, aber der hat halt kein Autoload leider. Wäre jetzt sehr praktisch, ne? Mit den Fischpaletten. Papp, 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 voll gepackt, losgefahren. Wollen wir mit Stapler beladen? Ganz ehrlich, ich will mir die Zeit nicht an Ben binden. Würde ich jetzt alleine spielen, wäre mir das egal. Aber hier im Let's Play können wir halt einfach nicht eine halbe Stunde Paletten aufladen. Dafür wollen wir einfach zu viel andere Sachen machen. Ihr wisst Bescheid. Ha. Na komm. Hilft ja alles nicht. Wir verkaufen den. Und dann holen wir uns da so ein Canvas für. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es aber. Wir werden sehen. So, wir verkaufen den hier mal. Durchreparieren, durchlackieren. 15.000. Ist eine schöne Anzahlung. Dann ist der andere LKW nicht so teuer. Wo ist er? Da. Wollen wir den noch individual verhübschönern? Verschlimmbessern? Ich meine, der braucht jetzt nicht mehr Leistung, ne? Da können wir vom Preis her ein bisschen sparen. Reifenvariante. Der braucht auch keine Triplex-Felgen. Der kann die behalten, die er hat. So eine schöne dicke Unterlippe wäre doch was. Nee, wir machen den mal so. Steering. Nee, der braucht bloß eh eine Lenkachse. Sonnenblenden hat er auch keine schönen. Dann kriegt er ja keine. Exhaust. Da kriegt er dicke Dinger. Plain Cap. Winterweiser. Ja, von mir aus, das ist okay. So, Paletten, hier machen wir mal gar nichts. Farbe. Habt ihr so ein schönes helles Blau? Du, ganz ehrlich, der sieht in Beige ja nicht so schlecht aus. Was mit Braun? Braun ist so richtig schön hässlich. Lass mal das nehmen. Secondary Color, der hat er ja keine, oder doch? Nö. Oder haben wir das nur nicht gemacht? Warte mal. Bumper, Steering, Visor, Exhaust. Nö. Cap is Flair. Doch, hier, guck mal. Da machen wir mit Streifen. Sieht ja viel cooler aus. Dann kann das rot doch bleiben. Stripe, Main Color, Secondary Color. Ja, Stripe, Outer Color, Felgenfarbe, verchromtet oder Aluminium. Ist mir auch okay. 85 Latten kostet Ding. Wollen wir den erstmal mieten oder wollen wir ihn kaufen? Wir kaufen den. Notfalls kann man ja wieder verkaufen. Und ich hoffe, der Apparat hat eine Anhängerkupplung. Ja, dann können wir nämlich den Ladewagen mitnehmen. Dann machen wir einen Abstecher zum Kuhstall, schmeißen da den Ladewagen raus.
Und dann werden wir damit Fische verladen. Ich hoffe, dass das klappt. Da bin ich echt gerade sehr zuversichtlich. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen traurig. Na, mal gucken. So. Siehst du, so schnell kann gehen. Hast du einen neuen LKW? War nicht geplant, aber nun ist er da. Der andere war zwar cool, aber der kann halt nichts. Weil bei so vielen Paletten, da ist halt. Oh. Oh, Rundumleuchten waren an. Hoppala. Ja, Paletten verladen mit einem Gabelstapler ist halt eigentlich nicht so geil. Deswegen würde ich da lieber wieder auf Palettenautoload zurückgreifen wollen. Ist auch eine coole Kombi, oder? Guck mal, wir sitzen auf der falschen Seite. Ist halt australisch. So, dann machen wir mal ganz schnell eine Reise zum Kuhstall. Schmeißen da den Hänger ab und dann hoffe ich, dass wir Fisch verladen können. Wo lassen wir den? Den stellen wir auch da unter das Schleppdach, oder? Dann wäre die Fahrzeughalle wenigstens mal halbwegs ausgelastet. Wäre auch nicht so schlecht. Ey, warte mal, der hat doch echt viel Ladevolumen. Wir sind ja mal gerade hier am Start, oder? Haha! Wechselgut, bitte. Voll machen. Dann können wir damit gleich den Fermenter füttern. Das ist ja praktisch. Ich habe gerade festgestellt, bis hier die 250.000 Liter reinlaufen, da vergeht echt viel Zeit. Also, ja. So, da vielleicht nicht gegenfahren. Das wäre sehr schön. Ah, wir haben Verspannungen im Zug. Okay. Das müssen wir nochmal neu anlenken. So. Weil das Hofsiedel hier muss weg. Das haben wir da Probleme mit dem Dosierer bei der BGA. So, da kommt in den Fermenter. Dann haben wir hier endlich wieder zu tun, weil der hat nämlich alles schon wegverteilt. Besser gesagt. Hallo? Hallo? Teilnehmer? Warte mal. Wieso kann der den hier abkippen? Hör mal auf. Hier entladen. Bitte, lieber Gott, mach jetzt keinen Haufen. Doch, er macht ihn. Ey, was soll das denn? Ah, okay. Oh, nee. Ihr zu wissen, wir probieren ihn nämlich gerade aus. Wenn wir nämlich nachher Probleme kriegen sollten mit der ganzen Grasschicht hier. So, pass mal auf. Dann werden wir jetzt mal ranfahren und versuchen, den wieder reinzurechen. Wenn der das hier runtergefahren hat. Wir klappen das mal auseinander. Du fahr doch, bleib doch nicht stehen, Mann. Och, komm. Hä, was hat er denn jetzt? Fehler in der Matrix? Ne, machen wir auseinander. Du sollst halt auseinanderklappen. Ist das schön. Jetzt. Ah, okay. Nun ja, ich sehe da schon Probleme auf uns zukommen. Er wird mich wieder sehr freuen, die Problematik. Thematik, wir bleiben hier hängen. Ach, komm schon. So, mal runter. Müsste eigentlich gehen, oder? Jetzt ist hier keine Zapfwelle dran. Ich werde weich. Jetzt können wir das nicht abhängen, weil. Na, warte mal. Jetzt müssen wir wieder zusammenklappen. Wir holen uns da den Case-Traktor und dann. Das macht noch ab. Wir wollten den Ladewagen ja sowieso hier lassen, ne? Okay, der war jetzt nicht geplant hier. So, na, siehst du, ab das Ding. Okay. Bremse hat er. Sag mal, ist da die Bremse fest an dem Ding? Der will immer gleich anhalten, der LKW. Können wir auch gleich mal testen, ob der damit klarkommt hier. So Falte außen. Oh, guck mal hier, wie die Reifen die durchquetschen. Eieieiei. So, kann der hier Häcksel gut einsammeln? Ja.
Geil. Können wir das damit vielleicht auch hier entladen? Das wäre natürlich der Hammer. Hallo? Teilnehmer? Ist denn das? Sieht denn das nicht? Nee, das ist Frontlader. Aha, das sieht also auch. Alles klar. Ladewagen anschalten. Aufklappen. Gerät zu klappen. Nein. Krass, wie können die alle Forke zu klappen? Das wusste ich auch nicht. Was ist denn hier los? Steht ja nicht im Trigger? Was ist denn das hier? Warte mal, was ist denn, wenn wir es mit dem Frontlader jetzt runterdrücken? Dann hebt sich doch der Hintern vom Anhänger an, oder? Ah! Wir haben Triggerprobleme. Ich verstehe. Warte mal, da habe ich eine Idee. Geil. Gott sei Dank. Habe ich erst runtergeladen. Haha! Na Gott sei Dank haben wir hier so viel Platz auf dem Hof. Pass mal auf. Bei Tools wartet. Obwohl sie einfach eine kleine Rampe hinstellen. Guck mal. Dann fahren wir da rückwärts hoch und das ist cool. Haben wir doch eine andere? Die sind alle so groß. Nee, so groß. Nee. Hätte ich extra runtergeladen, weil ich dann bei der BGA rumgefummelt hatte. Nee, die ist die kleinste hier, ne? Lass mal die nehmen. So, jetzt pass mal auf. Jetzt müsste das noch funktionieren eigentlich. Aha, guck. Oh, warte mal, das ist hier Leben am Limit, ne? Mit den Reifen. Oh, der darf keinen Arbeitsschutz sehen hier. Eieiei. So, na bitte. Na, dann weiß ich ja, wer hier die ganze Häckselgut-Geschichte von A nach B fährt. Haha! So, der kann jetzt schön in Ruhe reinlaufen. Wir nehmen uns den LKW und fahren zur Fischzucht. In der Hoffnung, dass wir damit Autolot was beladen können. Warte mal, was ist denn bei euch hier los? Ihr kommt euch hier gleich ganz böse in die Quere, oder? Komm, ich übernehme mal hier den Wendemanöver. Der dauert mir sonst zu lange. So, wenn der hier hochfährt, kommt er nochmal zurück. Dann darfst du hier aufhören. Dann seid ihr hier schon fast fertig. Dann komm, mach weiter. So, guck mal, dann kommt der Steiger nochmal zurückgefahren mit dem anderen Streifen. Dann macht er den fertig. Und dann ist der Acker mit Mais schon durch. Siehst du wohl. Dann noch den da hinten. Ne, Quatsch, den hier geradezu. Und dann sollte die Sache eigentlich soweit laufen und funktionieren. Sehr schön. Dann könnte ich irgendwie schon die Walze drüber. Wollen wir den schon in die Spur schicken mit der Walze? Das können wir eigentlich machen. So. Ja, na, was fertig ist, fertig. Dann sollen sie hier erstmal schön arbeiten. Die Helferlein und dann können wir uns nämlich um die coolen Sachen kümmern. Wie zum Beispiel Kuhstall auf Vordermann bringen, BGA auf Vordermann bringen, Mist und Gülle, Häckselgut hin und her, Eiern, so eine Sachen. Ich werde wahrscheinlich hier das andere Feld mit der Sämaschine zwischen den Folgen alleine mal schnell fertig machen, weil ich glaube, eine Folge Sämaschine ist eigentlich okay, oder? Warte mal. Nee, das ist doch nicht. Das sollst du absenken, nicht dein Gewicht vorne. Hallo? So. Abfahrt. Reicht dem eh ein Streifenfeuerwende ringsrum? Ich glaube schon, oder? Ich hoffe ja. So, das Helferlein weiß, was er machen soll. Der fährt hier jetzt das Feld schön immer auf und ab, bis es fertig gewalzt ist. Die beiden Seemaschinen stehen hier unten dumm rum. Die warten, dass ich die da auf das nächste Feld loslasse. Aber wir fahren erstmal mit dem LKW vom Kuhstall zur Viehzucht. Fischzucht? Viehzucht. Ist Fisch eigentlich Vieh? Nee, ne? Also, ein Fisch ist ein Fisch. Ein Fisch ist auch ein Tier, aber ein Fisch ist ein Fisch. Und Vieh ist...
Ach, keine Ahnung. Definition und so. Ist ja auch wurscht. Wir fahren auf jeden Fall erstmal dahin. Ich hoffe, dass das Autoload technisch funktioniert. Ich habe absolut keine Ahnung. Wenn ja, ist cool. Wenn nicht, ist nicht cool. Aber hat der dann Hydraulikzylinder? Wofür ist das denn? Kann der abkippen? Das wäre lustig. Okay. Oh. Wie fährt er denn? Guck mal hier. Die Kardanwelle, die dreht sie ja nicht. Naja. Hauptsache, fährt trotzdem. Ich bin echt gespannt. Also drückt mal die Daumen, dass das funktioniert. Das wäre natürlich mega cool. Dann könnte man nämlich ordentlich Fisch wegverkaufen fahren. Ordentlich Fisch wegverkaufen fahren. Ja, klingt lustig. Weil ich glaube nicht, dass diese Verteilen-Funktion funktioniert. Wir müssten mal vorspulen, dass wir auf 10 Uhr sind, um zu sehen, ob da ein Füllstand entsteht irgendwie. Oder Einnahmen ernten entstehen. Aber ich glaube nicht. Spätestens wenn sich der Füllstand in der Fischzucht nicht verändert, wissen wir Bescheid, dass das Verteilen nicht funktioniert. Wollen wir das mal machen? Komm, wir gucken mal. Wir haben hier... Warte mal, der Helfer, zieht er durch? Oder dreht er um? Manchmal haben die mal Angst, wenn sie oben ankommen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht aussteigt. Dass der da bleibt, wo er ist, umdreht und zurückfährt, wäre natürlich ehrenhaft. Meistens hast du Feldspritzen oder sowas. Oder Düngerstreuer, die dann einfach aufhören. Nee, er rangiert, er macht Sachen. Jetzt müsste er gleich anhalten und rumfahren. Jawohl. Pass auf. Wir haben bei den Fischen 4624. Wir machen die Zeit mal schnell bis kurz vor der 10. Dann lassen wir so ein bisschen langsamer laufen. Nee, wird nicht verteilt, siehst du? Schon ein bisschen doof. Dann können wir hier auf behalten lassen. So, wenn wir jetzt hier hinfahren, Exhaust Brake ist on. Ja, lassen wir auch. Ladegut Europaletten. Europaletten. Wenn wir jetzt hier ranfahren, müssen die eigentlich erkannt werden, oder? Ich hoffe. Ja! Geil. Das läuft schon mal. Also theoretisch muss das funktionieren. Ich habe nur keine Ahnung, in welcher Autoload einschalten. Ja, machen wir mit Tastatur, ist deutlich besser. Bei dem LKW ist halt geil, leuchtet oben blau. So, wenn wir jetzt mit dem Gabelstapler hingehen und da die Paletten immer hinschieben, dann müsstet ihr doch eigentlich abgreifen, oder? Ja, zinkt ein bisschen weiter zusammen. Wir haben ja aktivierte Autoload-Funktion. Greift er die runter? Greift er die runter? Greift er die runter? Jawohl. Ja, geil. Wir brauchen sie nicht raufstellen. Wir schieben sie einfach ran und dann sind wir damit fertig. Cool. Jetzt hätte ich gerne lange Zinken, dass wir jetzt B-Paletten mit immer nehmen können. Warte mal, wir testen das. Ah, guck mal. Ja. Doch, so mag ich das. So gefällt mir das. So können wir das machen. Das ist schön. Komm, wir fangen von hinten an. Dann sind die Fahrwege länger. Ja, geil. Wir können hier einfach mal zwei mit immer nehmen. Das ist natürlich super schön. Sofern wir denn richtig ranfahren, ne? So, mal richtig kräftig mitschieben. Wird nicht besser. Können wir das wieder abstellen hier, das Ding? Lass mal los. Okay. Ich hab's gerade in allen Höhen und Tönen gelobt und schon ist es wieder Käse. So, guck mal, mit Gewalt geht alles. Haha! Jawohl. Voll geil. Doch, da hat jetzt wieder Spaß dran. Schön ist, dass wir es auch abstellen müssen. Dass wir es auch abstellen müssen? Ach komm. So, die nimmt da. Nimm die andere auch, bitte. Sag mal, wenn wir hart bremsen, rutscht die Uni runter.
Und wenn wir die mit der Hand runterschieben. Geht nicht. Erkennt er? Was? Kann die nicht greifen? Na, jetzt geht aber los hier. So, wenn ich ganz hart bremse. Ey, da sag mal. Bitte, lieber Gott, lass das Ding. Ha! Schade. Warte mal. Oh, lass da nicht los. Das sag doch mal an. Ah, die Palette ist jetzt ab, ne? Der Stapler ist angegotet. Okay. Oh Gott. Jugendforsch, das ist so mega laut hier, ne? Nun denn. Jetzt lass doch los. Komm, die war doch schon ab. Na komm. Hä? Verstehe ich nicht. Da. So, pass auf. Das ist ganz schön viel harte Zauberei. Irgendwie finde ich die Paletten einfach nicht geil. Was soll ich euch sagen? Ihr seht selber warum, ne? So. Siehst du. Geht doch. Ha. Zurücksetzen bringt manchmal so viele Punkte. Warte mal, wir müssen den Spot hier wieder löschen. Okay, dann holen wir mal die nächsten. Aber trotzdem voll geil, dass das so funktioniert. Uah. Das würde uns noch sehr viele Probleme machen hier. Wir müssen halt wirklich immer akkurat gerade ranfahren, sonst hast du dich hier verhakelt und dann hast du hier auf jeden Fall verloren. Aber das ist wiederum cool. Der Stapler fährt relativ schnell. Zack, zack. Sehr schön. Naja, so gefällt mir das. Als würde der LKW sich den selber nehmen, ne? Wir stellen uns nur bereit. Der Rest passiert von ihm aus. Sehr, sehr cool. Oh yeah. Ach, das könnte ich für den ganzen Tag machen. Das gefällt mir. So, runter damit. Und ab dafür. Aber ich glaube, der stapelt die auch wieder so komisch. Und ich nehme mit Absicht die langen Wege hier hinten. Weil dann spawnen die hier hinten irgendwann nicht mehr. So ist meine Hoffnung auf jeden Fall. Also so an sich ist die Physik von den Behältern ja top. Da kannst du echt nicht meckern. Nur wenn die festhängen, hast du halt verloren. So. Oh, da war das bei dem LKW so, dass die letzten Paletten hinten mal runtergefallen sind. Das werden wir aber rauskriegen, wenn ich mir jetzt mal damit Spanngurte gegenhalten irgendwie. Irgendwas war, ich hatte mal irgendein Auto laut, das war mega anstrengend. Das hat nämlich irgendwie mit den Palettenmaßen nicht so hingehauen. Wie ich das eigentlich haben wollte, da ist hinten immer runtergefallen, wenn du nicht aufgepasst hast. Ja. Aber da könnte ich hier vielleicht genau passen. Das wäre natürlich geil, wenn das genau passt. Sieht erstmal sehr gut aus. Jetzt haben wir hier natürlich eine ungerade Anzahl, weil wir mit der ersten Palette probiert haben. Ja, aber das fetzt hier. Schön. Also, jetzt wird hier gerne als Angestellter anfangen, als Verlademeister hier bei der Fischzucht. Och nee, warte mal. Soll ich den Zink ein bisschen enger machen? Besser, ne? Ja. So. Ha, ich bin schon fast bereit, hinzusehen und die irgendwie vierfach übereinander zu stellen. Aber ich glaube, das ist so drüber, oder? Siehst du, das meine ich. Er hier hinten, das ist doch Quatsch, was er hier macht. Den kriegen wir doch niemals angegotet, oder? Ne, das fällt doch runter. Naja, dann haben wir halt Fallfisch. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Ich meine, die Mod, wo die rauskam, glaube ich, war die noch nicht fertig. Vom LKW, die habe ich auch schon gefühlt wieder Ewigkeiten. Ich weiß ja nicht, habe ich dazu mal eine Mod-Vorstellung gemacht oder nicht? Oder? Ich kann euch noch nicht mal sagen.
Auf jeden Fall ist die Palette da hinten irgendwie fehl am Platz, oder? Und da packt jetzt noch eine zweite hin, leider. So. Ja, wir kriegen alle weg. Und die Globe auf dem LKW macht das auch viel mehr Sinn wie auf dem Anhänger an dem Pickup in der letzten Folge, oder? Das war ja ein schönes Abenteuer gewesen da. So richtig cool war das nicht. Das hier ist, glaube ich, schon deutlich besser. Allein das Verladen macht mehr Spaß. Ihr könnt jetzt mit dem LKW ranfahren und die Dinger so verladen, aber ich finde, mit dem Stapler, das fetzt. Das bockt. So, noch viermal fahren, dann hätten wir's. Wir könnten es allerdings auch, habe ich auch schon überlegt, ob wir die einfach über den Boden schieben. So, zack. Aber wir fahren, wenn wir immer zwei mit immer rauskriegen, dann passt das schon. So kann man die halt auch theoretisch perfekt auf dem LKW verladen und so, ne? Also wenn man jetzt kein Autoload hätte. Und ja, guck mal hier, die Kolli von den Dingern. Die schweben halt auch wieder in der Luft. Aber da kann ich mit leben, glaube ich. Ich glaube, die letzte Fischlieferung hat richtig Asche gebracht. Also wenn wir jetzt da richtig Geld mit verdienen, bin ich da absolut nicht böse drum. Weil, wie gesagt, ich will noch sehr viele coole neue Sachen kaufen. Da spielt mir das gerade sehr gut in den Karten. Und guck mal, der Stapler ist vom Gewicht her perfekt. Hätten wir den anderen kleinen Linde genommen, ich glaube, der wäre mit zwei Paletten ja nicht klar gekommen, oder? Und der macht das hier schon ganz gut. Der Kollege. So. Siehst du wohl. Haben wir gleich alle weg hier. Und ihr sagt immer, Paletten stapeln ist schlimm. Also, ja. Ne, wenn die Paletten immer an der Gabel festhängen, ist es schon echt übelst ätzend und nervend. Das kenne ich halt auch, das Problem. Aber das gerade hier, so lässt sich das auch arbeiten. So. Und die letzten zwei. Ting, ting. Dann werden die hinten leider runterfallen. Vielleicht kriegen wir die nochmal irgendwie hingestellt oder aufgehoben oder so. Okay, siehst du, haben wir erstmal alles weggefummelt. Die Fische müssen nämlich langsamer zum Verkauf, sonst werden sie nämlich oll und fangen an zu stinken. Vielleicht machen wir wirklich irgendwann mal auf direkt verkaufen oder so, mal gucken. So, wenn wir das jetzt angoten, dann fallen die da hinten runter, ne? Ja. Nö, guck mal. Haha. Oha. Na doch. Okay. Ja, warte mal, die stellen sich... Ja... Hoppala. Warte mal, wenn wir die jetzt aktivieren, stellt er die denn wieder da hinten hin oder packt er die oben rauf? Warte mal, wir fahren mal hier ran. Dann erkennt er die ja. Wenn wir jetzt aktivieren, erkennt er die nicht. Warum denn nicht? Da müssen wir jetzt abgoten. Jetzt stellt er die nicht ruf. Na, hör doch auf. Okay, pass auf, wir brauchen nochmal den Stapel Gabler. Dann machen wir voll. Aber. Hä, okay, na gut. Ist jetzt halb so schlimm. Den kriegen wir ja trotzdem verladen hier. Wir sind ja nicht von Jester. So. Okay, das entwickelt sich gerade zu einer etwas längeren Folge, aber ich würde hier jetzt vernünftig mitbekommen alles. Hallo, Teilnehmer? Was ist denn los? Ja, guck mal, beim ersten Mal. So. Ist halt schwierig, wenn die so eine Kollisionsbox haben. Und da noch irgendwie imaginäre Wand ist. Schwierig, aber nicht unmöglich. So, wenn wir die hier oben hinten raufstellen, dann ist das perfekt. Guck, genau.
So. Tada! Der ist voll flink. Gott sei Dank ist der Stapler so schnell. Na, siehste, das ist ja mal eine Ladung. Kann losgehen. Fische. Voll cool. Oder? Seid mal ehrlich. Kann man mal so machen. Na, dann wollen wir mal. So, 27.000 Fisch. Ich hoffe, dass sich das lohnt. Aber ganz ehrlich, so macht das Verladen Spaß. Ist okay. Schade, dass die hinten halt immer so doof runterfallen. Aber nun denn. Wäre halt jetzt cool. Und ich glaube, das ist das, was ich meinte zum Anfang. Dass da Autoload irgendwie ganz komisch ist. Weil wir konnten halt die Paletten, die dann da daneben standen, nicht irgendwie nochmal neu aufladen. Oder wir müssten dann nochmal Autoload mit Hilfefenster begutachten. Ob da dann angezeigt wird, ob er weitere Paletten erkennt oder nicht. Na, mal sehen. So, wie gesagt, die beiden stehen da noch und warten, dass sie in die Aussaat gehen können. Theoretisch hätten wir die auch fahren lassen können, dann wären die schon fast fertig. Aber wir müssen ja eh noch walzen und striegeln, von daher, das läuft schon. Ich will jetzt Fisch verladen, verkaufen, wegbringen, fahren, Sachen machen. So nämlich. Könnte nämlich einen guten Batzen Geld bringen. Und ganz ehrlich, ich mag den LKW. Fragt mich bitte nicht, wo ich den her habe. Kann sein, dass er aus dem Giants Mod Hub ist. Kann sein, dass ich den von woanders her habe. Ich habe den, wie gesagt, schon Ewigkeiten im Mod-Ordner. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade aber echt erstaunt, dass der vor... Ui, wir sind dran vorbeigefahren. Ui, ich kipp ja nicht um, sag mal. Nicht die Fische durchschaukeln, die kotzen doch alle. So. Vielleicht sollten wir den Fischverkauf ein bisschen dichter stellen, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder ja? Oder nein? Ich merke nämlich gerade schon wieder, ich bin hochgradig fahrfaul. Aber so lohnt sich eigentlich auch bald das Verladen mit Stapler. Tja, wumm. So. Los, rein in den Trigger. Gib alles. Ich gehe in den Zaun. Bitte, lieber Gott, lass es ein Lohn die Geschichte sein hier mit dem Fisch. 63.000. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Voll geil. Das ist ein schönes Leckerli für oben drauf. Die Geld können wir sehr, sehr gut gebrauchen sogar. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, fahre ich den LKW wieder zurück. Wir werden den wahrscheinlich behalten. Dadurch haben wir den fast wieder refinanziert, oder? Also, ja, in Verbindung mit dem Verkauf von dem anderen haben wir die Kohle fast wieder drin von dem Ding. Das war jetzt eine Plus-Minus-Null-Nummer. Das ist okay. Da kann ich sehr gut mitleben. Ich werde jetzt, wie gesagt, in der Zeit, wo die Walze hier am Walzen ist, da hinten das Feld noch schnell ansehen mit den beiden Seemaschinen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich mit einem Striegel auf dem Feld. Ja, und dann werden wir mal ein bisschen klar Schiff machen da beim Kuhstall und auf dem Hof Saatgut von A nach B fahren, bisschen Mineraldünger fahren. Vielleicht haben wir auch wieder sehr viel Geld, dass wir da beim Shop nochmal vorbeigucken, weil die Kohle brennt in der Tasche, die muss raus, ne? Ihr kennt es ja. Und so ist der Plan. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Und Rinni hauen.